Hallo meine Lieben, heute beantworte ich wieder eine Zuschauerfrage. Ich wurde nämlich gebeten, mal zu erzählen, wie meine Katzen eigentlich von Hauskatzen zu Freigängern wurden. Also ganz wichtig erstmal vorab, also dass in diesem Video gibt es keine vielfach von Experten geprüften Tipps. Es sind wirklich einfach nur meine Erfahrungen, wie meine Katzen eben von Hauskatzen zu Freigängern wurden. Also nicht nachher mir für irgendwas die Schuld geben, bitte. Meine zwei, Yoda war ja 3 Jahre lang Hauskatze und Murka, wir wissen nicht genau wie alt sie ist, aber sie wird wohl ihre 6, 7 Jahre Hauskatze gewesen sein. Und mir ist es am Anfang auch nicht leicht gefallen, die beiden rauszulassen. Also wer mich da so ein bisschen begleitet hat per Video, der weiß, ich habe da am Anfang ganz schön Angst um die beiden gehabt. Und es war schon mein Plan, sie vielleicht irgendwann mal freizulassen, gerade als ich in den Camper gezogen bin. Aber ihr habt es ja gesehen, ich habe dann erstmal ganz viel eingezäunt und es war auf jeden Fall erstmal so, mal gucken. Und sie können ja hinten auf die Terrasse gehen, das ist ja auch ein bisschen Freiraum. Ja, und dann ist ja Murke irgendwann einfach ausgebüxt und beide haben einfach total den Drang nach Freiheit gehabt. Und ich meine, es ist ganz verständlich, welches Lebewesen hat es nicht? Welchem Lebewesen gefällt es, eingesperrt zu sein, selbst wenn es die Freiheit nicht kennt? Trotzdem, unsere Seele, unser tiefstes Inneres, das kennt die Freiheit, ja. Und deswegen, das kommt irgendwann durch und dann will man einfach raus. Und mir hat es halt auch richtig leid getan, immer, wo ich in Frankfurt noch gewohnt habe, wenn ich in die Natur gegangen bin, ja, und dann wusste, die beiden müssen immer irgendwie diese Zimmerwände sehen und die Wohnungswände. Und deswegen habe ich mir immer schon sehr gewünscht, dass sie mal irgendwann raus können. Und ich bin richtig glücklich, dass sie es jetzt können. Also, sie sind beide mehrere Jahre lang Hauskatzen gewesen. Was ich jetzt aber, also ich habe gedacht, es wäre ein riesiger Nachteil. Ich muss aber zugeben, dass ich es mittlerweile in manchen Punkten wirklich von Vorteil empfinde. Ja, das habe ich heute auch erst wieder so ein bisschen erlebt. Aber ich fange mal vorne an. Also Murka ist irgendwann ausgebüxt, war dann draußen und ich habe natürlich panische Angst gehabt. Und ich dachte, die beiden können sich überhaupt nicht zurechtfinden. Ich dachte, sie können sich überhaupt nicht durchsetzen. Bei Murka habe ich es einmal gedacht, weil sie einfach eine sehr ängstliche Katze ist und sich total von Yoda unterbuttern lässt. Und Yoda ist ja nur halb so groß und ein Drittel vom Gewicht oder so. Und bei Yoda habe ich eben Angst gehabt, weil sie kein schützendes Fell hat. Und deswegen auch nicht richtig Kratzer und sowas abhalten kann. Aber diese Ängste waren wirklich unbegründet. Also die haben sich auf dem Campingplatz, haben sie sich ja super durchgesetzt. Yoda war so der Schrecken des Campingplatzes und hat jede Katze vermöbelt, die ihr nur zu nahe kam oder sie falsch angeguckt hat. Und Murka hat auch richtig gut da ihr Revier verteidigt, die hat auch dann geknurrt, plötzlich sich durchgesetzt, wurde dann auch nochmal eine ganze Ecke selbstbewusster. Also das war wirklich gut. Und auf dem Campingplatz war natürlich der Vorteil, dass da kein großer Verkehr ist. Also da ist keine vielbefahrene Straße. Wenn die Autos da sind, dann müssen die Schrittgeschwindigkeit fahren und das tun sie auch. Da hatten sie ganz, ganz viel Grünfläche, direkt den Wald und, ja. Und als ich dann hier in die Wohnung gezogen bin, war es natürlich nochmal so, puh, hier ist ein ganz anderes Umfeld. Die Katzen sind jetzt die Ruhe vom Campingplatz gewohnt. Ja, hier wird es anders. Vor allem, ich wohne hier zur einen Seite hinaus direkt an der Straße. Und es ist zwar ein kleines Dorf, aber die Straße ist richtig stark befahren. Und die fahren auch wirklich gut schnell hier. Ja. Aber hinten hinaus, und das ist auch das, der Vorteil, dass der Balkon nach hinten hinaus geht, hinten hinaus ist ein großer Hof und dann eine kleine Straße, wo kaum Autos fahren und da geht es dann auch direkt zum Feld, zu Wiesen und alles. Und da kommen wir dann auch schon wieder zu einem Vorteil, den sie eigentlich haben, dadurch, dass sie Hauskatzen sind, finde ich, dass ich nämlich hier ihnen erstmal zeigen konnte, wo es dann eigentlich schön und sicher ist. Und zwar war es so, ich habe hier, ich glaube, schon 3, 4 Wochen gewartet, bis ich sie hier rausgelassen habe. Und ich habe dann mit dem Paddy zusammen hinten ihnen so eine Hühnerleiter gebastelt. Oder ja, ich habe gesagt, wie ich sie gerne hätte und der Paddy hat sie gebastelt. Und dass sie nämlich dann über den Balkon rausgehen können und runterlaufen können. Ich bin halt hier in so einem Hochparterre. Und das sind aber schon so 2 Meter zu überbrücken oder so. Und da können sie aber jetzt eben über so eine Holzplanke, können sie da wunderbar hoch und runter. Murka hat die auch sofort angenommen. Yoda hat dann gesehen, oh nee, wenn Murka da runter geht, dann muss ich das auch.
Ja, und das hat dann ganz gut geklappt. Ich habe sie aber schon vorher, eine Woche vorher rausgelassen, weil das hat mit der Planke alles ein bisschen länger gedauert. Und dann bin ich mit ihnen zur Haustür raus und die Haustür ist immerhin seitlich. Ja? Also die ist weder hinten am Hof noch vorne zur Straße, die ist seitlich. Und bin dann mit ihnen vorne die Haustür, die Treppe runter und bin dann direkt abgebogen über den Hof zum Feld. Und dadurch, dass sie Hauskatzen waren, sind sie unglaublich auf mich fixiert und ich kann mit den beiden spazieren gehen wie mit Hunden. Ja? Nur, dass ich eben sie nicht an der Leine führe. Also das ist, die freuen sich auch immer darauf. Wir wissen meistens schon, dass wir ungefähr abends gehen irgendwann, ja, sei es früher Abend, sei es später Abend. Wobei Murka mittlerweile auch tagsüber rausgeht, also das wäre auch kein Problem. Wir können auch mal mittags spazieren gehen. Aber die freuen sich richtig stark, wenn ich mit ihnen rausgehe. Da sind dann auch beide sofort am Start. Und auch wenn ich mal ein paar Stunden nicht zu Hause war, dann stehen die schon hinter der Tür, warten auf mich und ja, komm, wir gehen raus. Und laufen dann auch, egal wo ich hinlaufe, egal wie weit ich laufe oder so, die laufen dann immer mit mir. Und ja, das macht richtig Spaß. Und deswegen konnte ich mit den beiden dann eben auch nach hinten zum Feld laufen und ihnen zeigen, guckt mal, hier sind keine Menschen, hier sind keine Autos, tobt euch aus. Ja. Und das habe ich dann jeden Tag gemacht, dass ich jeden Tag wieder mit ihnen raus bin, jeden Tag wieder mit ihnen dahinter bin. Und ja, also ich habe jetzt meine Vermieter auch öfter mal gefragt, weil die wohnen auch direkt am Feld und die sehen die Katzen ja öfters und die haben gemeint, ja, die sind also fast ständig dann da hinten unterwegs. Ich habe Yoda auch jetzt ein paar Mal mitbekommen, dass sie so ein bisschen in der Nähe der Straße auch war, aber ich glaube, grundsätzlich sind sie am meisten da hinten. Auch wenn ich dann spazieren gehe und beide Katzen gerade unterwegs sind, dann treffe ich sie auch meistens wirklich hinten auf dem Feld, hinten an der Wiese. Und ja, wenn ich dann komme, dann laufen sie mit mir weiter. Ja. Das macht wirklich richtig Spaß. Also das ist, finde ich, super toll. So habe ich quasi Katzen und ich habe Hunde in einem. Was dann erstmal gewöhnungsbedürftig natürlich war, ist, dass ich hier täglich jetzt Mäuse gebracht bekomme. Bisher sind es Mäuse und Motten. Andere kriegen wohl auch Eichhörnchen und Vögel und Maulwürfe und so. Ich musste mich da echt erstmal dran gewöhnen. Also das mit den Motten kannte ich schon, weil Motten hat man ja auch mal so, dass die ins Zimmer fliegen. Aber das mit den Mäusen war am Anfang echt... Ui, da konnte ich am Anfang nicht so wirklich mit umgehen, musste es dann halt lernen. Die haben irgendwie dann plötzlich alles nachgeholt, was sie in den Jahren nicht konnten. Und ich habe nicht nur ab und zu meine Maus, ich habe mindestens pro Katze eine Maus am Tag. Mal, ich glaube, das Höchste, was mal war, waren 6 oder 8 Mäuse am Tag, die ich dann hier hatte. Und also ich freue mich, wenn sie ganz normal lebend gebracht werden, weil dann kann ich sie einfangen und wieder raussetzen. Meistens sind sie aber dann tot und im schlimmsten Falle sind sie halbtot. Ja, und dann, wenn man das dann mitbekommt oder selbst dann die Maus töten muss, damit sie keine Schmerzen mehr hat, weil die Katze keinen Bock hat, fertig zu spielen, das ist, da kann ich immer noch nicht mit umgehen, muss ich ehrlich sein. Ja, und auch die Mäuse, die totgebracht werden, ich weiß ja, wie die sterben und wie lange das dauert und ja, da muss man echt schon, ich habe mit Mutter Erde gesprochen neulich, ich habe draußen meditiert und habe sie gefragt, wieso machen Katzen das? Wieso ist das so, dass das die Tiere so jagen und dann einfach nur zum Spaß und alles? Ja, aber Mutter Erde hat einfach ganz, ganz viel Liebe und Mitgefühl mir übermittelt und gesagt, weil alles möglich ist, weil alles sich entwickeln kann. Ja, und... Das war so logisch. Ich kann das nur schwer in Worte wiederfassen, was ich für ein Gefühl bekommen habe. Das ist einfach so, dass das Leben eben jeden Weg nehmen kann und jede Richtung laufen kann. Und das ist einfach etwas, was sich natürlich dann entwickelt hat. Ja, und, aber es fühlte sich in dem Moment dann wirklich natürlich an. Es ist natürlich trotzdem nicht schön, diese toten oder halbtoten Tiere dann zu erleben, aber ich komme seitdem besser damit klar, muss ich sagen. Ja. Und Yoda hat jetzt auch mal ihre erste große Abreibung bekommen. Ich wette, dass sie schuld war, weil ich kenne sie vom Campingplatz. Sobald sie eine andere Katze nur sieht, drauf. Ja. Und jetzt kam sie neulich Abend wieder. Ich habe schon Katzenkampfen ziemlich laut draußen gehört. Und dann kam sie wieder und war ziemlich aufgeregt, angespannt. Hatte hatte ziemlich viele kleine Kratzwunden und sowas. Und hatte sich auch total eingeschissen, weil sie wahrscheinlich total Angst hatte. Dann habe ich sie erstmal säubern müssen. Das war natürlich auch echt ein Kampf. Also wenn man bei Yoda nur das Wort Wasser erwähnt, dann ja. Aber es war dann alles okay. Sie hat sich dann in meine Bettdecke gekuschelt, wollte dann die ganze Zeit bei mir sein. Ich habe sie dann auch getröstet und
Am nächsten Tag ging es ihr dann auch schon besser und die Wunden waren auch schon fast verheilt. Also die haben sich schon geschlossen und es war okay. Und sie ist dann auch schon wieder, also am nächsten Tag ist sie noch nicht raus, aber da war es auch kalt und feucht. Und dann am nächsten Tag ist sie aber wieder rausgegangen. Und eben waren wir auch zusammen oder vorhin waren wir zusammen spazieren. Und ich habe ja gehofft, dass sie dann mal daraus lernt. Und tatsächlich hat sie das. Wir sind nämlich dann auf unserer Route einem ziemlich großen Kater begegnet. Ich dachte immer schon, Murka wäre groß, aber der war noch mal ein ganzes Stück größer. Und ich habe bei den Pferden gesessen irgendwie und denen ein bisschen Gras gefüttert. Und dann plötzlich schleicht etwas um meine Beine und reibt sich an mir. Und ich denke so, und da ist das ein süßer, rot-weißer Kater, ein ziemlich großer, der an mir geschnurrt hat. Und das finde ich das Coole an meinen Katzen, dass sie nicht zu Fremden gehen. Also ich beobachte das echt bei vielen Freigängerkatzen, dass sie total zutraulich sind. Und dann sehen die mich und dann kommen die und schnurren um mich herum. Und meine Katzen machen das bei anderen Leuten zum Glück nicht. Die machen das bei mir auch, aber bei anderen Leuten zum Glück nicht. Und da bin ich schon ganz dankbar für, wenn man einfach nie weiß, wem die Katzen so begegnen. Ja, und es gibt genug Leute, die halt Tiere hassen. Und das musste ich ja auch im Campingplatz live erleben. Und deswegen bin ich froh, dass sie Abstand halten, ja. Ja, aber der Kater dann plötzlich, also Murka, der ist dann zu Murka hin und Murka so, hat quasi die Luft angehalten, so sah es aus. Hallo Jutta, ich erzähl gerade von euch. Ja, Murka hat dann irgendwie wie die Luft angehalten, ne, und dann, der hat aber gar nichts gemacht, der hat nur an ihr geschnuffelt und dann Yoda. Dann kam, Yoda hat dann aber diesmal nicht geknurrt, sondern gefaucht und gejault, gell? Und ist auf Abstand gegangen. Eine Menschheitschen. Zeig mal, sieht man deine Wunde noch ein bisschen? Da sieht man noch ein bisschen die Wunde an der Pfote. Gell? Oh. Auch nicht zu viel. Ja, aber Yoda ist auf Abstand gegangen und hat einfach gefaucht. Fauchen heißt ja eher Angst, ja, und Knurren ist eine Drohung. Und hat ihn weggefaucht und hat gejault so ein bisschen. Und da dachte ich schon mal, ach guck mal, sie hat gelernt, weil früher wäre sie einfach auf die Katze drauf, auf den Kater und gib ihm. Ja, und dann haben sie sich beide in die Büsche geflüchtet und haben da gesessen so zusammen und haben gefaucht und geht bloß weg. Aber der Kater hat irgendwie gar keine Anstalten gemacht, irgendwie aggressiv zu sein. Also der stand einfach so da so ein bisschen los und hat sich dann auch teilweise da hingesetzt und und dann ist er mal so ein paar Runden gegangen und dann hat er sich auf den Rücken geschmissen und einfach rumgewälzt und so weiter. Also nicht wirklich aggressiv. Ich weiß halt nicht, ob der Kater das war, der Yoda vermöbelt hat. Aber wenn er es war, dann wird es wahrscheinlich wirklich von ihr ausgegangen sein. Oder er hat halt klar gemacht, dass ihm das Revier gehört und er muss keine weiteren Anstalten machen. Aber er hat wirklich gar kein aggressives Verhalten gezeigt und nichts. Und war dann eher neugierig bei den beiden, hat sie dann auch erstmal in Ruhe gelassen. Und das Süße war dann, irgendwann ist er dann verschwunden und dann sind die beiden endlich aus ihrem Versteck gekommen, sind dann mit mir wieder den Rückweg angetreten. Und dann habe ich ihn gesehen, dann war da so eine Mauer und da saß er oben drauf. Und die beiden haben es aber nicht kapiert und die haben so die ganze Zeit nach links und rechts geguckt, wo ist der Kater, ne? Und haben aber nicht nach oben geguckt. Und er sitzt so da oben und guckt den beiden nach. Und ich denke mir, oh, ihr seid so dumm. Ja, und dann haben wir noch eine Runde übers Feld gedreht und dann plötzlich war er wieder da und ist hinter uns einfach hergetrottet. Und Yoda ist dann sitzen geblieben und hat ihn angefaucht und dann hat er sich einfach hingesetzt und hat in der Gegend geguckt. Und wenn sie sich dann rumgedreht hat, um weiterzugehen, dann ist er auch einfach weiter hinterher gezippelt. Und wenn sie dann wieder sitzen geblieben ist, um ihn anzufauchen, hat er sich auch wieder hingesetzt und hat gewartet. Ja. Ich glaube, der wollte einfach auch mal nicht ganz allein sein auf seinen Spaziergängen, weil die beiden sind mittlerweile auch super gern gemeinsam sogar unterwegs. Aber ja, nee, irgendwie haben ihm beide keine Chance gegeben, leider, was ich sehr schade finde. Ich meine, man sagt ja immer, Katzen sind Einzelgänger, aber ich merke, dass die richtig viel Spaß daran haben, wenn die mit mir spazieren gehen können und nicht alleine raus müssen. Vielleicht einfach aus dem Grund, dass sie vorher Hauskatzen waren. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Ne, mein Schatzi. Ja, und geschmust wird ja auch gern draußen. Habt ihr auch in einem Video vielleicht gesehen oder auf Instagram-Fotos. Ja, also mein Tipp auch, geht halt mit einer guten Energie ran. Lasst ein bisschen die Angst los. Weil die Sache ist, wenn man dann sich in seiner Angst versteift, dann zieht man ja auch die negativen Dinge an. Hier sind auch noch Schorf vom Kratzer. Und ich habe mir halt dann irgendwann gedacht, es kann immer was passieren. Aber lieber
lasse ich ihnen diese Freiheit und ein wirklich glückliches Leben mit dem Risiko, dass einfach das Leben schneller vorbei ist, weil irgendwas Schlimmes passiert, als dass ich sie einsperre, nur weil ich Angst habe. Ja. Und bisher hat es alles super geklappt, es ist nichts Schlimmes passiert. Klar ist dann mal so ein Streit unter Katzen oder sie tun sich auch so vielleicht mal weh. Aber es ist unglaublich, wie die Tiere aufblühen. Also wenn man vorher schon dachte, meinen Tieren geht's gut, dann sieht man dann erstmal, okay, jetzt geht es ihnen gut. Ja, das ist ein unglaublicher Unterschied. Auch die Energie der beiden hat sich verändert. Die beiden zeigen mir auch ewig viel Dankbarkeit. Es ist so toll, mit ihnen über die Wiese, über die Felder zu laufen, zu sehen, wie sehr sie trotzdem mit mir verbunden bleiben. Ich hatte dann halt auch irgendwie die Befürchtung, dass sie dann vielleicht mich gar nicht mehr so richtig kennen und nur noch draußen unterwegs sind. Ja, also Verlustangst quasi. Aber das hat sich auch überhaupt nicht bestätigt. Also im Gegenteil, wir sind noch mehr zusammengewachsen und das ist einfach so toll. Geh, mein Schatz. Oh, Schmusemonsterchen. Ja, also es ist einfach unglaublich toll und klar kann es jetzt viel eher passieren, dass ihnen irgendwas passiert, aber deswegen einsperren, deswegen ihnen den jetzigen Moment nehmen, nur weil in der Zukunft irgendwas passieren kann, nee, das möchte ich nie wieder, ja, und deswegen, auch wenn ich irgendwann wieder umziehen muss, dann ich werde mir jetzt immer irgendwas im Erdgeschoss und so suchen. Also immer irgendwas, dass die Katzen weiter raus können und dass die nicht irgendwie drunter zu leiden haben. Ich möchte die beiden nie wieder einsperren. Also Yoda wird im Winter automatisch wenig rausgehen, einfach weil sie dann zu kalt und zu feucht ist. Das mag sie gar nicht. Aber gerade auch Murka, die geht bei jedem Wind und Wetter raus. Die kommt auch klatschnass nach Hause, das stört die überhaupt nicht. Ja, nie wieder einsperren. Klar, wenn man jetzt mitten in der Stadt wohnt, da überall Verkehr ist, keine grünen Flächen und so, dann werden die Katzen vielleicht gar nicht mal rausgehen, weil sie einfach viel zu viel Angst haben. Bei Yoda hat ja recht wenig Angst. Ich bin aber froh, dass sie auch zu Fremden nicht hingeht. Aber Murka ist halt so, sobald ein anderer Mensch ist, wenn da irgendwie ein Auto ist oder so, dann ist sie sofort weg. Was aber auch ein Vorteil ist, ja, weil viele Katzen bleiben dann einfach auf der Straße liegen und es juckt sie gar nicht. Die beiden hier hauen bei Autos sofort ab, Murka halt auch bei jedem Menschen. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt in Berlin auf dem Prenzlauer Berg wohnt, dann ist es vielleicht wahrscheinlich schon schwieriger, die Katzen dann zum Freigänger werden zu lassen. Aber wenn man irgendwie die Chance hat, ich würde es jetzt immer wieder tun. Und ich wünschte, ich hätte es auch früher getan, wobei es vorher halt schwierig war. Dachwohnung, im Haus waren mehrere Hunde. Aber nie wieder sperre ich meine Babys ein. Auf gar keinen Fall. Okay. Ja. Und Yoda präsentiert sich heute in all ihrer Süßigkeit. Ich glaube, das ist jetzt Yodas Art, mal Danke zu sagen und zu sagen, hier, lasst eure Katzen nach draußen, ja. Klar kann was passieren, aber möchtet ihr lieber eingesperrt sein, nur damit euch nichts passieren kann? Ich glaube nicht. Okay. Ja, und vielleicht konnte dem einen oder anderen das Video helfen, auch wenn ich jetzt viel mehr irgendwelche Geschichten erzählt habe und gequatscht habe. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, allein schon wegen der Yoda-Maus. Murka ist schon wieder draußen irgendwo umherlaufen, aber es ist jetzt auch Abend und da ist sie meistens unterwegs. Ja. Und wir wünschen euch noch einen ganz tollen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir werden jetzt noch ein bisschen kuscheln. Tschüss.